Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Warfriends. Herzlich willkommen bei diesem Video. Und ja, heute versuchen wir auf alle Fälle mal Rang 8 zu erreichen, denn dann sollte es richtig abgehen. Und wir haben noch ein paar tägliche Aufträge zu erledigen. Die werden wir natürlich heute auch abschließen. Sende 15 Einheiten, deren Kategorie Explosiv ist aus und werde Mission 11 im Warpfad-Modus. Okay, ob wir das dann schaffen, ist fragwürdig, aber wir probieren es gleich mal mit dem Warpfad-Modus. Okay, ich glaube nicht, dass wir es da bis zum 11. schaffen. Aber wir können es ja mal probieren, Leute. So, wir holen uns da ein paar Karten rein und dann geht es auch schon los. Ich bin mal richtig gespannt, denn leider kann man die Aufträge ja nicht kombinieren, denn ich kann hier bei den Aufträgen meistens keine Einheiten aussenden. Ne, kann ich nicht. Oder kann ich vielleicht heute doch? Dann könnten wir das kombinieren. Ja, kann ich endlich mal wieder ausschicken. Dann können wir das mit dem Explosiv auch gleich machen. Aber ich glaube, Mission 11, das ist schon ziemlich weit. So. Wow, der Gegner schießt hier mal ordentlich rauf. Spielt er irgendwas? Irgendwelche Einheiten? Yep, da. Die werden wir gleich mal wegsnipern, Leute. Yep, easy one. Ein Schuss und die sind weg. So, da hinten versteckt er sich. Den müssen wir irgendwie schaffen. So, wo sind die Nächsten? Wo sind die Nächsten? Da hinten, da kommen sie ja schon wieder raus. So, und da wieder Headshot, Leute. Das sieht ja mal mega aus. So. Das Spiel ist etwas kompliziert zu spielen. Auf dem Handy, da man sich ja oft alles so richtig verdeckt, was man eigentlich so braucht hier zum Spielen. Weil wenn ich den Finger über den Bildschirm lege, dann sehe ich sonst nichts mehr. Aber ich glaube, jeder, was das Spiel spielt, kennt diesen Fehler auch, dieses Problem auch. Aber nun ja, zum Glück gibt es für den Gegner das gleiche Recht hier und hat dann gleich das gleiche Problem. Außer natürlich hier für den Computergegner, der natürlich nicht. So, und da haben wir auch schon gewonnen. Da haben wir ihn besiegt. Das war mal eine easy Mission. Du hast gewonnen. Der Schrotflintentyp hat es geschafft. Easy, Leute. Easy, easy, easy. Da war die letzte Mission, die ich hier im Warpfad gespielt habe, ziemlich schwierige. Und da haben wir Rang 8 erreicht. Yes, Leute. Easy. Welchen Rang seid denn ihr schon? Schreibt es mir in die Kommentare. So, und da habe ich einiges auch freigeschaltet. So, Mission. Sogar 3 Sterne bekommen wir dafür. Wir fahren gleich mal fort. Nein, ich will dir das bitte nicht kaufen. Und ja, 5 Sterne. Gehen wir gleich mal weiter zu Mission 6. Und ja, wir konnten auch schon unser Kommando ausbauen. Es sind jetzt schon, können schon 16 Leute beitreten. Wer ist denn alles im Kommando? Und ich hoffe, wir können das weiter upgraden, denn dass so viele wie möglich von euch auch reinkommen. Puh. Da ist ein Geschütz. Geweckgeschütz. Hier kann ich zum Beispiel keine Einheiten setzen, wie ihr seht, Leute. Das ist zum Beispiel etwas anders jetzt. So, da habe ich ihn nicht getroffen. Das ist jetzt nervig. Boah. Die da hinten, da muss ich gleich noch eine Granate hier loswerfen. Was ist überhaupt der Auftrag? Ich sollte mehr lesen in diesem Spiel. Ich sollte einfach mehr lesen, was ich so zum Tun habe. Und der kommt mir bitte nicht so nah. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse die einfach. Oh, komm, weg mit dir. Und da, die Kiste. Komm, Kiste. Oh. Ja, die Kiste haben wir. So. Oh, geh weg. Ich dachte schon, der ist weg. So, Punktesträhne. Finde ich gut. Da hauen wir mal eine Granate und die Kiste holen wir uns. Vielleicht ist ein Geschütz drin. Nein, wir haben nur ihre Gesundheit. Wow, wow, weg, 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 weg. Wow, damit ist jetzt sehr eng. Wow, ob wir das gewinnen, ist natürlich noch, ist jetzt fragwürdig, Leute. Aber jetzt können wir wenigstens wieder eine Granate werfen und hier, na, die können wir nicht mal killen. So, und da schnell weg. Die nerven so extrem, die Dinger. Die nerven so, Leute. Ah, und da bin ich, glaube ich, jetzt gleich mal weg. Na, komm schon rüber auf die andere Seite. Du hast gewonnen. Yes, ich habe gewonnen. Ich glaube, da ist nur nach der Zeit gegangen. Das war jetzt mal richtig knapp. Da hatte ich Glück. Da hatte ich jetzt wirklich Glück, Leute. So, Kampf-XP-Bonus und eine Stimme bekommen wir. Überlebe 1 Minute 10. Okay, alles klar. Das hätte ich vorher lesen müssen. Puh. So, Mission 6 erfolgreich abgeschlossen. Weiter geht's zu Mission 7. Eliminierung. Eliminiere 15 Feinde. Feind Level 3. Okay, das sollten wir hinbekommen. Das sollten wir hinbekommen. Wir sollten hier die Granaten werfen. Ich glaube, das ist möglich. Das ist machbar, Leute. Ich hoffe es natürlich. Welche Warpfad-Mission habt denn ihr schon? So, Kampf, los geht's. Und ich glaube, hier gibt es einen kleinen Soundbug. Sorry dafür. Oder die Musik hat sich einfach umgeschaltet. So, wir haben schon 2 eliminiert. Zählt das auch irgendwo? Und wir haben 2 Minuten dafür zur Verfügung. Wow, wow, wow. So, bam, Headshot. Weg mit dir und da geht's gleich mal weiter. Puh. Gibt es eigentlich einiges Neues im Mobile Gaming Market, Leute? Ich suche ja jeden Tag im App Store, ob ich neue coole Spiele finde. Momentan ist es etwas ruhiger. Da sind immer die gleichen auf der Top-Stelle. Also momentan, ja, nichts anderes. Es wird natürlich heute noch eine Folge Castle Crush geben, das ihr am liebsten hier habt auf meinem Kanal. Und deswegen, ja.
Warfriend schauen ja eigentlich die wenigsten von euch, aber trotzdem macht es mir mega Spaß, das für euch zu aufnehmen. Deswegen spiele ich auch hier, da es auch für mich natürlich mega viel Spaß macht. Komm schon, geh weg, Level 3er. So, 3 muss ich noch killen, so, 2 noch. Jetzt noch einen, komm, du kassierst hier hinten einen Headshot. Ich will dir einen Headshot geben, komm. Raus mit dir. Ah! Nein, yes, ein kritischer Treffer. War doch ein Headshot. Juhu, du hast gewonnen. Easy, Leute, easy, das schaffen wir doch. Ich hoffe, wir schaffen es bis Warpfad Mission 11. So, 2 Sterne bekommen wir. Und ich habe das momentan alles im Solo-Mode. Wir können das auch, so, auch zu zweit. So, überlebe 1 Minute 20. So, jetzt wird es tricky. Schon 10 Sekunden länger. Ich wüsste nicht, ob ich das letzte, wenn es 10 Sekunden länger gedauert hätte, überlebt hätte. Zu viel hätte in einen Satz, Danny. So, los geht's. Hier steht schon mal ein Geschützdauer. Der muss weg. Der stört mich hier. So, da ist er schon mal weg. Und ich muss natürlich hier überleben. Am besten mal Granaten werfen. Yes. Und eigentlich muss ich eigentlich nur auf die Dinge aufpassen, die auf mich so zurennen, damit die hier, boom, Headshot. Da könnte ich gleich noch einen irgendjemand hinschießen. Oder wir zerstören mal die Fässer, komm, da muss eine, da die fliegt zu weit zurück, einfach zu weit hier. Die Fässer zerstören. Wir müssen noch 80 Sekunden überleben. Achso, nein, 80 Sekunden sind es insgesamt. Ich hoffe, wir haben jetzt die Hälfte schon erreicht. Da kommt zum Glück nichts auf mich zu. Yes, die haben wir jetzt mega gut beseitigt, Leute. Wow, gibt es hier kein Schild mehr? Doch, hier gibt es noch ein Schild. Und ich kann hier auch keine Warkarten verwenden. Ah, der ist zum Glück mal weg. Und hier fliegt schon wieder eine Mine. Also eine Granate, meine ich natürlich. Komm, was gibt es hier? Silber Warkarte. Na ja, das bringt mir aber jetzt nichts, da ich jetzt keine einsetzen kann. Wow, und da links muss gleich mal eine Granate hinfliegen. Da ist nichts mehr zur Verfügung. Ich brauche hier irgendwie was zum Verstecken, Leute. Und da habe ich verloren. Wir haben hier verloren. Schade. Schade, schade, schade. Ich habe euch gesagt, das wird jetzt tricky. Na gut, dann spielen wir mal einen 1 vs. 1 Kampf online. Da haben wir auch einige Missionen. Da wir ja die ganzen Truppen noch aussenden müssen, fahren wir fort zurück. Und wir können hier, glaube ich, noch... ich kann hier meine Armee, meine Sniper upgraden. Die mag ich ja sehr, sehr gerne. Und da habe ich gar nichts in Auftrag gegeben. Komm schon. Da werden wir auch wieder die Waffe wechseln. Ja, das ist ja spezial. Ich muss auf Primär hier wechseln. Okay, wir haben die richtig ausgewählt. Werden sie trotzdem upgraden. So, Spieler versus Spieler. Rangefecht. Los geht's. Da holen wir uns einige Karten, falls wir sie brauchen. Ich bin ja nicht so der Freund, dass ich das jetzt so raushau, die ganzen Karten. Jetzt momentan noch in diesem Spiellevel. Später werden die wahrscheinlich wichtiger im Kampf. Aber jetzt momentan hebe ich sie lieber auf, spende sie im Kommando oder ja, hol mir Spenden, denn da wird ja das Kommando-Level erhöht. Nein, das Kommando-Level wird durch Siege erhöht. Also Leute, jeder was im Kommando ist, spielt ordentlich. Und hier sind wir den Gegner eigentlich gut überlegen, wie ihr seht. Außer, ja, die Waffen sind aber auch ausgeglichen, da jeder etwas hat. So, und heute ist sogar öfter mein Handy im Bild. Ihr seht schon, hier sehe ich, ja, ich kann euch da einen Spiegel geben, wie ich das Ganze sehe. Hier ist meine Webcam, Leute. Und da ist mein Mikro, aber das seht ihr ja eh. So, komm, Spiel, lad schneller, warte auf Spieler. Das ist immer das Gleiche mit diesen langsamen Spielern. So, der Gegner hat nicht mal noch seinen Namen geändert. Kann ich den überhaupt ernst nehmen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, ich hoffe es doch sehr. So, ab in den Kampf. Wir spielen hier gleich mal die hier. So, da kommen sie schon. Oh, der hat den Raketenwerfer jetzt gleich am Anfang. Und der ist schon auf Level 10. Ich glaube, ich habe ja schon Level 1 Raketenwerfer. Boah, und der geht nicht mal weg. Komm, du musst weg. Da ist noch einer. Weg mit dir, dankeschön. Und da hat er schon meine auch zerstört, komplett. Ich sollte mal mehr auf ihn gehen, wenn er irgendwas spielt hier. Damit er nicht zum Spielen kommt. Ach, geh weg. So, da habe ich jetzt... die Kiste brauche ich. Ja, dankeschön. Etwas Money. Kann man immer gut gebrauchen. So, wann kommt der Gegner aus seiner Deckung hervor? Kommt er überhaupt hervor? Das ist die nächste Frage. Da ist er, da ist er. Und ich habe es versäumt. Yes, du geh weg. So, jetzt wird es Zeit für eine Mine. Also für eine Granate, Leute. So, der Gegner hat schon mehr Energie verloren als ich. Ich habe ja fast noch das Komplette. Okay, da ist die Röhre im Weg. Gut zu wissen. Nein, Gegner, nein. Ah, und da ist mein Ding gleich mal bei ihm. Das finde ich mega gut. Die nerven mich ja und ich hoffe, die nerven den Gegner genauso wie mich. So, ihr seht schon, ich will hier keine Warkarte rausschmeißen. Komm, da fliegt die Mine. Ja, der Gegner hat schon wieder pausiert und ich habe anscheinend gewonnen. Der Gegner ist rausgegangen. Vielleicht hat er keinen Sinn mehr gesehen, gegen mich hier zu spielen. Na gut, ich hätte es, glaube ich, sowieso gewonnen. Also von dem her
bin ich ihm jetzt nicht böse, dass er das Ganze hier etwas verlangsamt. Ihr seht schon, Kommandopunkte plus 1. Bin leider momentan kein VIP. Ich schau mal kurz ins Kommando rein. 16 von 16 Spielern sind da. Es ist sogar jemand online. Ich spende hier natürlich ein paar Karten, Leute. Nehmt sie euch, was ihr braucht. Und ich hole mir da auch eine Karte. Was holen wir uns denn hier? Wir holen hier uns die Elektrofallen. So, ich würde sagen, weiter geht's. Keine Zeit hier verlieren. Wir wollen natürlich hier den Auftrag abschließen. So, wir müssen noch 7 aussenden und Mission 11 beim Warpfad erreichen. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. So, wir haben jetzt eine Drohne, wie es aussieht, freigespielt. Puh, die können wir uns kaufen mit 169. Ja, komm, kaufen wir die. Die sieht mächtig aus. Kämpfen wir auch gleich mal damit. Und die haben wir die jetzt drinnen? Haben wir die jetzt aktiviert? Ich hoffe es doch sehr, dass wir die aktiviert haben. Steht aktive Einheiten. Ah, hier. Ich will die Drohne aktivieren. Komm, Drohne, aktiviere dich. Wie kann ich die aktivieren? Bin ich jetzt zu blöd dafür oder kann ich hier irgendwas? Ah, okay. Ja, okay, sie ist aktiv. Ah, da muss ich umschalten. Alles klar. Entweder den oder die Drohne. Na gut, jetzt habe ich die Drohne. Oh, wir können 2 wählen. Haben wir die jetzt ausgewählt oder nicht? Maximal 3 Mechanikeinheiten. Ach so, jetzt haben wir sie ausgewählt. Alles klar, Leute. Dieses Menü sehe ich zum ersten Mal, deswegen ist es etwas tricky. Nein, später, wir brauchen das nicht. Komm schon, Spieler, weißer Spieler, Ranggefecht spielen, Elektrofalle rein und los geht's. Komm, schalt kampffrei. Dankeschön, liebes Spiel. Und jetzt bin ich gespannt, wie die Drohne abgeht. Wow, der Gegner hat auch schon die Drohne. Okay, ich dachte jetzt, ich bin da etwas special mit meiner Drohne. Wie es aussieht, leider nicht. Und die anderen bin ich eigentlich ihnen unterlegen. So, da bin ich jetzt richtig gespannt, wie das los ausfällt hier. Aber wir sind ja eigentlich nur darauf aus, die Missionen abzuschließen. Also müssen wir die Explosiveinheiten aussenden. Los geht's. Oh, neue Einheit. Drohne, ja. Wie schon gesagt. So, wir senden gleich mal die Drohne aus, weil es so schön ist. Oh, beim Gegner hat die auch schon ausgesendet, wie es aussieht. Aber da fliegt sie runter und da ist schon noch eine Drohne. Aha, wie viele Drohnen hat denn der Gegner? Wieso hat er mehr wie ich ausgesendet? Ah, jetzt muss ich mal auf ihn gehen. Das kann doch nicht sein. Aber ich muss dafür, glaube ich, einen anderen Schusswinkel hier haben. Bam, Gegner. Wieso hat er keinen Schaden genommen? Was soll das? Kiste, die will ich. Yes, Gesundheit auffüllen, obwohl ich ja keine Gesundheit verloren habe. So, ich habe mal eine Schleife jetzt erhalten. Wo ist der Gegner? Komm schon. Der Gegner spielt jetzt eigentlich sehr, sehr viel. So, wir bekommen hier Geld. Die Mine war nicht so erfolgreich, glaube ich. Aber da können wir jetzt gut seine Einheiten auf der rechten Seite auslöschen. Meine Einheiten haben hier schon einiges beim Gegner angerichtet. Und die Zeitlupe war jetzt mega cool. Da haben wir einiges weggeboostet vom Gegner. Komm schon, da fliegt die Mine. Und da fliegt auch die gegnerischen Einheiten. So, Gegner, wo bist du? Wo bist du jetzt wirklich? Nein, keine Mine hier auf mich. Ich meine natürlich Granate, Leute. So, da hinten versteckt er sich. Gut zu wissen. Ah, da oben ist eine. Diese blöde Drohne. Die nervt mir eigentlich richtig. Da fliegt sie auch schon wieder runter. Oh, komm, ich will meine Box haben. Nein, der Gegner hat die Kiste gestohlen. Nein. Oh, da fliegt sie. Da fliegt meins. Weg damit. Gut, da haben wir noch eine Schleife. Ich muss mal schauen, wie viel Schleifen ich eigentlich schon habe. Denn ich verdiene hier in jedem Kampf die ein oder andere Schleife. Oder drüben ist ein richtiges Nest, wo sich ja sehr gut anbietet, eine Mine reinzuschießen. Und da haben wir es ordentlich geklärt. Komm, das gehört mir. Munition, Dankeschön. Haben wir auch jetzt gebraucht. Jetzt mal die Snipers raushauen. So, ich habe den Gegner getroffen. Ah, die Kiste kann ich mir leider nicht holen. Gegnerische Einheiten sind ja schon stärker als meine. Das hat man ja vorhin gesehen, aber das will nichts heißen. Komm, wir spielen hier mal eine Warkarte. Es hilft jetzt nichts. Wir müssen die jetzt einfach mal raushauen. So, Armeekill, danke. Kiste, ich will sie. Ich will sie. Ich will sie. Ja, Kiste gestohlen. Plus 1603 Money. Boah, da drüben ist wieder so ein Nest. Das müssen wir fast auflösen. Und jetzt. Komm, da starten wir jetzt rein in das Ding. Boah, jetzt haben wir keinen Dings mehr, kein Schutzschild mehr. Wow, 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 was da alles auf mich zukommt. Und ich glaube, das sieht wirklich bad für uns aus, muss ich schon zugeben, Leute. Der Gegner hat viel mehr Einheiten auf seiner Seite. Momentan, ich muss einfach schauen,
Oh, keine Munition mehr. Na gut, da haben wir verloren. Einen Kampf verloren, aber was soll's. Ich glaube, wir haben die Mission abgeschlossen. Mission sollte uns gehören. Ja, wir können ja noch eine Beutekiste öffnen. Was haben wir denn so drinnen? Den Karat-Ecker oder den Karate... Karat... Ja, komm schon, egal wie das Ding jetzt heißt. Ist irgendein Karatekämpfer, wie es aussieht. Ich verliere ja minus 4 Medaillen. Aber wir sind trotzdem in diesem Let's Play mehr aufgestiegen, als wir... Ach komm, da muss ich fast noch einmal spielen. Ich will das natürlich abschließen. Oder wir schließen das im nächsten Let's Play ab. Gute Frage. Ja komm, machen wir heute mal eine längere Folge. Was kostet es auch? So, wir können die endlich mal upgraden. Machen wir gleich noch ein Upgrade, dass die Drohne etwas stärker wird. Jetzt möchte ich gerne gegen einen Gegner spielen, der keine Drohne hat. Um ihn mal... Oh, ich habe keine Dogs. Na gut, Leute. Dann spielen wir noch einen Warpfad, würde ich sagen. Wo ist der Warpfad? Warpfad. Warpfad. Ah, da. Verdammt, weiter. Hier, Warpfad-Modus aktivieren. Mission 8. Go. Überleben. Okay, da brauche ich natürlich auch die Dinge. Na, dann müssen wir das Let's Play leider beenden, weil wir keine Marken mehr haben zum Spielen. Danke auf jeden Fall, Leute, fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Und falls du hier neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo von dir freuen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Let's Play. Ciao.